Hallo und willkommen hier zu ein paar neuen Yu-Gi-Oh! News, und zwar zu Chuck Knight oder keine Ahnung, irgendwelche Ritter, die neu demnächst dann kommen in Extreme Force. Und ja, da gibt es ein paar neue, sehr gute Karten. Und mit einem Link-Monster natürlich, zwei neue Zauber, zwei neue Fallen und sieben Monsterkarten. Okay, hier ist das Chuck Knight of the World's Chaos. Ein Link 3 Monster. Braucht zwei Chuck Knight Monster und man kann diese drei Effekte nur einmal pro Runde aktivieren. Und wenn da keine anderen Karten in derselben Reihe als diese Karte ist, kann sie direkt angreifen. Und wenn diese Karte in der Extra-Monster-Zone nicht auf ein Monster zeigt, dann kann es nicht zerstört werden bei Karteneffekte und es kann nicht auch als Ziel angewählt werden von Karteneffekten. Und man kann eine andere Karte, die man kontrolliert, welche in derselben Reihe ist als diese, in den Friedhof schicken und einen Chuck Knight als Spezialbeschwörung vom Deck in die Verteidigungsposition beschwören. Also mal sehr gut, es ist halt das Problem, dass er Link 3 ist, aber trotzdem sehr gut. Und ja, dann gibt es noch die anderen Chuck Knights Monster, die sind alle von Level 5 bis Level 8. Und da haben wir hier recht viele. Zuerst mal den Level 5er, Chuck Knight of the Blue Sky. Man kann den Effekt wieder nur einmal pro Runde aktivieren und wenn diese Karte als normale Spezialbeschwörung von der Hand beschwört wird, dann kann man einen Chuck Knight Monster mit einem anderen Namen von meinem Deck in die Hand nehmen. Außer Chuck Knight of the Blue Sky. Okay, ja. Mal der Anzahl der Nummer von den gegnerischen Karten in derselben Reihe als diese Karte. Also falls der Gegner eine Monsterkarte auf dem Feld hat, dahinter eine Tabakarte und du legst das Monster oder ihr legt das Monster, ich lege das Monster, je nachdem, genau in dieselbe Reihe, dann dürfte ich bis zu zwei Karten, also zwei Chuck Knights Monster, einfach mein Deck in die Hand nehmen. Und genau, der hat aber, also das ist das zweite Monster-Effekt. Jeder von diesen ganzen Dingen hat einen normalen Effekt. Wenn zwei oder mehr Karten in derselben Reihe sind, kann man ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Also man kann da meistens immer dann, wenn man ja Spezialbeschwörung beschwören kann, immer zwei Chuck Knight Monster vom Deck in die Hand nehmen. Dann der hat wieder denselben, man kann, wenn zwei Karten in derselben Reihe sind, kann man den als Spezialbeschwörung beschwören. Und der zweite Effekt von dem ist, von dem Chuck Knight of the Green Haze, wenn er angreift oder einen Angriff deklariert und das gegnerische Monster ist in derselben Reihe, man darf einen Chuck Knight Monster in Friedhof wählen und es in der Hand hinzufügen. Dann Chuck Knight of the Flickering Flame, wieder dasselbe erste Effekt, und der zweite Effekt ist halt, wenn dir eine gegnerische Karte in derselben Reihe als diese Karte zerstört oder durch einen Kampf zerstört wird oder einfach das Feld dann verlässt, man kann ein Chuck Knight Monster von der Hand beschwören als Spezialbeschwörung. Auch ziemlich gut so von den Angriff her ist. Oh, der hat 3000 Verteidigung, okay. Der ist eigentlich dann ziemlich Dings. Der hat 2100 Angriff, der hat 2500 Verteidigung, 2000 Angriff. Ja, es geht eigentlich ziemlich gut. Der hat 2800 Verteidigung und 2200 Angriff, Level 7. Chuck Knight of the Yellow Blue. Man kann einen Chuck Knight Monster vom Friedhof verbannen und eine Zauber- oder Fallenkarte in derselben Reihe als diese Karte zerstören. Ich glaube, das Deck wäre auch gut mit Senate Schalter und so. Das würde auch wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Okay, dann Chuck Knight of the Crimson Lotus. Man kann ein Chuck Knight Monster vom Friedhof verbannen und an ein offenes Monster in derselben Reihe als diese Karte zerstören. Gut ist es eigentlich bei einer Link-Reihe, Link bei der extra Monsterzone, und weil da sind gerade Gegner, die sie 3 haben. Da kann man sich das auch suchen, wenn man es zerstören will. Okay, dann Level 8. Chuck Knight of the Azu Blue mit 2400 Angriff und Verteidigung. Und einmal pro Runde ist ein Quick-Effekt, ein Schnelleffekt. Man kann einen Chuck Knight Monster wählen, was man kontrolliert, und das Monster zu einer anderen Main-Monster-Zone verschieben. Nicht schlecht.
Und der letzte Jack Knight of the Purple Dusk. 2500 Angriff, 2000 Verteidigung. Man kann diesen Effekt nur einmal pro Runde aktivieren von Jack Knight of the Purple Dusk. Und Schnelleffekt, man kann ein Jack Knight Monster, was man kontrolliert, wählen und es verbannen bis zur Standby-Phase des nächsten Zuges. Und wenn man das tut, kann man ein Jack Knight Monster vom Deck in die Hand nehmen, außer Jack Knight of the Purple Dusk. Also sie haben eine ordentliche Draw Power, die können ordentlich ziehen. Dann gibt es dann noch die zwei Zauberkarten, eine Feldzauberkarte, Scars Carved by the World Legacy, da hat sogar World Legacy in der Kartenname drinnen. Also neben den Crawlers sind jetzt auch die Jack Knights dabei in diesem Kampf, sag ich mal, von den World Release und World Legacy. Alle Jack Knight Monster bekommen 300 Angriff Verteidigung. Und einmal pro Runde, man kann ein Jack Knight Monster abwerfen. Oder ein World Legacy Karte und dann eine Karte ziehen. Und man kann ein, was, 8 Jack Knight Monster mit verschiedenen Namen vom Friedhof oder offen vom Feld und sende alle Karten, die der Gegner kontrolliert, in der Hand und vom Extra Deck zum Friedhof. Wow, okay, man kann die ganze komplette Hand des Gegners und das komplette Extra Deck in den Friedhof werfen. Dazu braucht man 8 Jack Knight Monster im Feld oder auf dem Friedhof. Ich meine, ich glaube, es ist jetzt nicht so schwer, aber man braucht auch different Names. Und es sind 7 im Main Deck und eines im Extra Deck. Also man muss das zumindest auch mal beschwört haben. Okay, dann Key to the World Legacy. Wenn diese Karte aktiviert wird, es ist eine permanente Zauberkarte, wenn diese Karte aktiviert wird, man kann eins der verbannten Jack Knight Monster oder World Legacy Karten wählen und es in der Hand hinzufügen. Das ist auch mit World Legacy ein bisschen. Könnt ihr da die Feldzauberkarte holen oder andere? Und wenn eine gegnerische Feindkarte oder Effekt aktiviert wird, die in derselben Reihe als dieses, als ein Jack Knight Monster, was man kontrolliert, aktiviert wird, kann man die Karte negieren. Und das ist nicht mal einmal pro Spielzug, das ist immer. Das ist extrem heftig. Weil man kann diese da einfach eh ganz leichter beschwören, da zack, zack, zack. Ziemlich gut. Aber man muss immer in derselben Reihe sein, die Fangkarten. Also am besten immer da, wo verdeckte Karten sind. Okay, dann die Fangkarten. Whispers of the Legacy, World Legacy. Ist eine permanente Feindkarte. Wenn diese Karte aktiviert wird, man kann ein Level 5 oder höher Monster vom Feld wählen und es bekommt 1000 Angriff und Verteidigung bis zu Ende dieses Rundes. Selbst wenn die Karte das Spielfeld verlässt. Auch nicht schlecht. Und wenn der Gegner eine Zauberkarte aktiviert, die dieselbe Reihe ist als ein Jack Knight Monster, man kann die Aktivierung annullieren und die Karte. Das ist auch cool. Das ist eigentlich ein Fallenkartenannullierer und ein Zauberkartenannullierer. Du musst es halt immer in derselben Reihe sein. Das ist halt schwierig. Aber für einmal, das geht zack, zack. Okay, dann gibt es noch eine Fallenkarte. Two Deaths of the World Legacy, auch wieder ein World Legacy. Wenn diese Karte aktiviert wird, man kann eine Karte von Level 5 oder höher Monster im Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Auch gut. Wenn diese Karte das Feld verliert, also das Feld verlässt, dann zerstört das Monster. Okay. Das ist ja nicht mehr so gut, aber wenn ein gegnerisches Monster, wenn ein gegnerischer Monster-Effekt aktiviert wird in derselben Reihe als ein Jack Knight Monster, man kann den Effekt auch wieder annullieren. Okay, das ist sogar ein Monster-Effekt-Annullierer. Das ist jetzt, die Karte ist glaube ich am besten, weil man muss einfach die Jack Knights immer gegenüber von einem Monster hängen und das ist in der Main-Monster-Zone immer voll easy und leicht. Im Gegensatz zu Zauber- und Fallenkarten, weil da gibt's, die müssen sich ja jeweils eine Zone teilen. Hey, vielleicht ist es mal eine gute Idee für die nächsten Yu-Gi-Oh!-Staffel oder sowas. Extra Zauberfeldzonen und Fallenkartenzonen, so 5, 5, 5 und Monsterzonen. Das wäre es auch.
Okay, das war's eigentlich von den Jack Knights. Ich glaube, die werden ziemlich viel aufmischen und ziemlich dann beliebt werden im nächsten Set. Und ja, in Extreme Force, das nächstes Mal kommen wird, das wird sehr interessant. Ich glaube, das werde ich mir machen. Sind Chuck Knight. Die schauen auch alle recht cool aus. Tja, okay, dann bis zum nächsten Mal.